zum Gesellschaftshaus. Are you ready? Ring frei, Runde 1. Ja, nochmal Applaus für uns, Holger. Und auch nochmal Applaus für eine weitere Unterstützung. Die Biermacher Pfungstädter heute hier für euch im Zoogesellschaftshaus. Trinkt was, es lohnt sich, es schmeckt. Ich habe ihn gekostet. Und wenn wir gleich eine Pause machen, dann richtig nachtanken. Vielen, vielen Dank, die Biermacher Pfungstädter. Die Assistenten wieder aus dem Ring, seconds out, please. Ring frei, Runde 2. Thank you.
Unser Jenny mit der Nummer 3 für die nächste Runde 3. Vielen, vielen Dank auch den Mädels für die tolle Unterstützung des Abends. Assistent mit aus dem Main. Seconds out, please. Runde 3. Ende Runde 3. Hier nochmal mein Hinweis. Die Biermacher Pfungstädter gleich in der ersten Pause bedienen die Sie sehr, sehr gerne. Und nochmal vielen, vielen Dank für unser Ringgirl Olga. Die Assistenten bitte aus dem Ring.
Ring frei. Runde 4. Kampfende. Kampfende. So, meine Damen und Herren, ich komme jetzt an den Ring für das offizielle Urteil. Wie gesagt, beide Kämpfer hätten gerne noch weiter gekämpft, aber die Ansetzung beim BDB war halt 4 Runden und nicht 6. Wir hatten 2 unterschiedliche Zettel. Und jetzt kommen wir zum offiziellen Urteil. Sieger nach 4 Runden im Supermittelgewicht. Einstimmig. Und an dieser Stelle auch Applaus für beide Kämpfer.
Alle Punktrichter stimmten für Vegeta Rasko Raskovic.